nach Mathematik. Wir betrachten heute unser erstes Video zu den Logarithmen. Die Logarithmen, die in der Klasse 10 behandelt werden, werden häufig von unseren Lehrern etwas vernachlässigt. Deshalb heute dazu nochmal den Begriff des Logarithmus. Wir haben an unserer Schule die sogenannten Fundamente. Ich habe jetzt hier die Klasse 9. Klasse 10 erscheint erst im Sommer. Wir gehen mal zur Tafel. Wenn man in der Beziehung a hoch n gleich b den Potenzwert b sucht, dann schreibt man a hoch n gleich x und hat damit eine Aufgabe der Potenzrechnung. Sucht man die Basis a, dann schreibt man x hoch n gleich b oder x gleich n-te Wurzel aus b und hat damit eine Aufgabe der Wurzelrechnung, also des Radizierens. Sucht man schließlich den Potenzexponenten, dann schreibt man a hoch x gleich b oder x gleich Logarithmus von b zur Basis a. Logarithmus geschrieben als LOG von b zur Basis a. Und x gleich Logarithmus von b zur Basis a ist damit eine Aufgabe der Logarithmenrechnung. In der Beziehung x gleich Logarithmus von b zur Basis a heißt die Größe a Numerus oder auch Logarithmandus und a ist die Basis des Logarithmus. Ja, die Basis des Logarithmus. Gehen wir ein Stückchen weiter. Logarithmieren heißt, bei gegebener Basis zu einem Potenzwert den Exponenten suchen, mit dem die Basis a potenziert werden muss, um schließlich den Numerus zu erhalten. Ich gehe mal hier ein bisschen zur Seite und schließe die Tür, damit wir bessere Lichtverhältnisse haben. Ja. Die zwei Gleichungen, zum Beispiel x hoch n gleich b und x gleich Logarithmus von b zur Basis n, bedeuten quasi dasselbe. Daraus folgt weiterhin, dass a gleich Logarithmus von b zur Basis a ist, gleich b, die Gesamtheit aller Logarithmen zur Basis a nennt man das Logarithmensystem zur Basis a. Den Logarithmus kann man, oder der Logarithmus selbst kann nicht negativ sein. Es ist zum Beispiel x gleich Logarithmus von 0,25 zur Basis 2, jetzt geschrieben als 2 hoch x gleich 1/4 und daraus folgt dann x gleich minus 2, setzen wir für x minus 2 ein, habe ich 2 hoch minus 2, das ist 1 durch 2 hoch 2 und 1 durch 2 hoch 2 ist 1/4. Oder ich habe x gleich Logarithmus von 0,1 zur Basis 10, dann wäre das ja 10 hoch x gleich 0,1 und damit ist x gleich minus 1. Und das bedeutet wiederum, eingesetzt 10 hoch minus 1 ist der 1 durch 10. Okay, der Logarithmus kann ein Bruch sein. Beispiele dafür. X gleich Logarithmus von 3 zur Basis 9. Das würde bedeuten 9 hoch x gleich 3. Und das würde wieder heißen, dass x 1/2 sein muss. Denn 9 hoch 1/2 wäre ja Wurzel aus 9 und Wurzel aus 9 ist 3. Oder wir haben x gleich Logarithmus von 0,5 zur Basis 8, dann ist 8 hoch x gleich 0,5 und damit muss x gleich minus 1/3 sein, denn 8 hoch minus 1/3 wäre wieder 1 durch 8 hoch 1/3 oder 1 durch dritte Wurzel 8. Macht nichts. Und 1 durch dritte Wurzel 8 ist 1/3. Damit kommt man immer ganz schnell von der Potenzrechnung zur Wurzelrechnung oder umgekehrt. Wir haben einige Sonderfälle
Und zwar zum Beispiel aus der Gleichung a hoch x gleich b, beziehungsweise x gleich Logarithmus von b zur Basis a folgt schließlich für b gleich a, dann wird unser Wert x gleich 1. Das heißt, Logarithmus von a zur Basis a ist 1, oder das bedeutet, der Logarithmus der Basis ist stets 1. Das ist ein Sonderfall. Weiterhin, wenn b, also der Numerus b gleich 1 ist, dann wird a gleich 1 und x gleich 0, und das bedeutet, der Logarithmus von 1 zur Basis a ist 0. Der Logarithmus ist also bei jeder Basis 0, also der Logarithmus von 1. Ich würde sagen, das waren nochmal einige Sonderfälle bisher. Okay.